Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge, ich habe nicht nachgeguckt, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Verdammt. Irgendwas ist passiert in der letzten Folge. Ich wollte mir noch die Aufnahme angucken, um zu gucken, was in der letzten Folge passiert ist, aber habe ich irgendwie voll verpennt. Jedenfalls, wir sind jetzt hier in Part 163, glaube ich. Und ich habe hier an mein Häuschen so ein paar Sachen geändert. Und zwar habe ich, sollte ich vielleicht von außen mal zeigen, und ich habe 7 Erfahrungspunkte bekommen, geil. Ich habe erstmal jeden hier von meinem Haus weggeschickt und nach Sanctuary rüber geschickt. Ich habe hier extra offen gelassen, damit man darüber schauen kann, geil, ne? Und ja, ich habe, weil nicht meine Powerrüstungen so ein bisschen verlagert, muss ich noch alles richtig gut hinstellen und so weiter alles. Ich bin schon wieder umgekippt. Da habe ich auch noch ein Loch. Ich weiß nicht, warum ich überall Löcher habe. Einfach nur, weil ich da rausgucken kann. Ja. Ich habe nämlich hier diese ganzen Eingänge weggemacht. Und die einzige Möglichkeit, wie ich jetzt immer hier hochkomme, ist hiermit. Sieht zwar ein bisschen doof aus und provisorisch, aber egal. Dafür habe ich hier einen Stockwerk höher gebaut und weiß nicht, was ich damit anfangen soll bis jetzt. Aber egal. Offscreen hat sich einiges getan. Ich habe, glaube ich, ein Level up bekommen. Ja, ich habe ein Level up. Ich war kurz, glaube ich, vor Level 49 und habe mir noch so geholt, indem ich so ein paar Sachen gebaut habe und so. Und jetzt kann ich wieder einen Punkt investieren. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich irgendwas hier reinballern kann. So, jetzt könnte ich hier noch einmal auf Agilität gehen. Beweglichkeit, mein Gott. Ich sag immer irgendwer anderes bei dem Start, das kann das sein. Dann könnte ich im nächsten Level up Ninja nehmen. Und das ist eine Fähigkeit, die ich unbedingt haben will. So, Level 49. Konnte ich nicht irgendwann auf Level 49 hochleveln? Härte habe ich schon. Ja, okay. 46, okay. Irgendwann konnte ich nur auf Level 49 noch hochleveln, oder? Aber anscheinend nicht. Gut. Was auch immer. Ja, ich will unbedingt Dings haben. Ninja. Schleichangriffe. Mehr Schaden. Könnte sehr nützlich sein. Und ja, gehen wir mal auf Beweglichkeit. Bams. Jetzt haben wir schon, wie viele Punkte? 7, ne? Also 3, warte mal, ich kann euch einfach gucken. In der Seite steht ja 7. So, alles andere hiervon brauche ich, glaube ich, nicht. Gut, Beweglichkeit, Wackelpuppe haben wir, glaube ich, schon. Aber ich gehe nochmal nachgucken. Sonst ist der Punkt irgendwie verschwendet. Da haben wir sie. Wirklichkeit. Und McCree vergöttert mich. Warum? Ich habe gar nichts gemacht. Hey, und? Warum vergöttert du mich? Warte mal kurz. Ich glaube, wir müssen reden. Müssen wir das? Ja, okay. Was hast du auf dem Herzen? Das nagt jetzt schon eine ganze Weile an mir. Ich habe den richtigen Moment abgewartet, mit dir zu reden. Und jetzt ist wohl ein guter Zeitpunkt. Aha. Du hast mir geholfen, Duncans Heilmittel zu beschaffen. Ich schuld dir was. Und ich begleiche immer meine Schulden. Hier, nimm das bitte. Spielzeugsoldat aus Holz. Was? Müssen wir einen Spielzeugsoldaten als Dank? Ich weiß, dass eine geschnitzte Soldatenfigur eine seltsame Belohnung ist, aber sie bedeutet mir sehr viel. Wenn sie dir so viel bedeutet, ist es ein wertvolles Geschenk. Danke. Sehr gern. Aber verlier sie bitte nicht. Meine okay. Frau Lucy hat sie mir geschenkt, als wir uns kennenlernten. Ich hatte mich als Soldat vorgestellt und sie hat sie für mich gemacht. Habe es nie übers Herz gebracht, ihr die Wahrheit zu sagen, dass ich nur ein bezahlter Killer bin. Was Besseres als die Soldatengeschichte ist mir nicht eingefallen. Ich wollte sie nicht verlieren. Hat sich je die Wahrheit herausgefunden? Nein, das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Sie ist vor ein paar Jahren gestorben. Wir machten eines Nachts den Fehler, uns in einer Metrostation zu verschanzen. Wussten nicht, dass es dort von wilden Ghulen wimmelt. Das haben Metrostationen irgendwie so an sich in dem Spiel. Idiot. Setzten sie vor meinen Augen. Ich konnte nichts für sie tun. Ich konnte mit Mühe und Not mit Duncan in den Arm fliehen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir mit ihr gestorben wären. Du hast zwar deine Frau verloren, aber deinen Sohn gerettet. Das ist doch auch etwas. Mag sein. Ich weiß es nicht. Verdammt. Lucy fehlt mir. Egal wie schlimm die Dinge standen.
vergessen nachzugucken, ob Lucy auch in Fallout 3 vorkommt. Aber ich glaube ja. Nun, das gab mir den Mut, den ich brauchte, um weiterzumachen, um nicht aufzugeben. Als sie starb, dachte ich, dieses Gefühl wäre für immer verloren. Und dann traf ich dich. Du trägst die Probleme der Welt auf deinem Rücken und hilfst mir trotzdem bei meinen. Ja. Du hast eine Schulter für mich, wie einst Lucy. Ich möchte nur, dass du weißt, wie wichtig mir unsere Freundschaft ist. Nein, nicht umwerben. Hey, nur die besten Freunde können ihre Gefühle so miteinander teilen. Und ich möchte, dass es auch so bleibt. Gut, dann danke, dass du mir zugehört hast. Ich bin froh, dass ich mir das von der Seele reden durfte. Wenn du verstehst, was ich meine. Wir sollten dann langsam auch weiter. Meinst du nicht? Ja, gut. Ich habe Fangschuss als Skill bekommen. Was ist dies? Ich soll aber F sein, warum? Ja, ich bin blind, okay. Dank deiner Beziehung zu McQueen wurde deine Kopfschusspräzision im VTS um 20% verstärkt. Das ist doch mal richtig geil. Buff, buff. Sehr geil. Und dann noch in Verbindung mit Ninja, also verbesserte Schleichangriffe, müsste er doch voll nützlich jetzt sein, so einem VTS jetzt die Gegner zu treffen. So, wir haben nur eine Spielzeugpuppe bekommen. Bevor ich die irgendwie mein Lager einballer und die irgendwie für Materialien verschwendet wird, tue ich die mal hier irgendwo hinstellen. So, müsste jetzt nur noch. Ja, zwar falsch herum, aber egal. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich Mr. Handy Figur habe. Oh, so eine Baltic Box. Ich habe jetzt eine Mr. Handy und eine Mr. Gatzi Puppe. Geil, ne? Und ein Spielzeugsoldat. Hoffentlich verschwinden die nicht so wie mein goldener Grashüpfer. Ich weiß immer noch nicht, wo der ist. Der war irgendwann mal irgendwo zu deiner Ecke und dann ist er verschwunden. Kann das sein, hat der irgendwie. Ach, du bist ja auch noch hier. Ja, wenn du mitkommst. Hey, Hancock. Ach, hallo. Geht's wieder los? Ich brauche wieder einen neuen Gefährten. Legen wir los. Na klar. Problem ist, ich kann jetzt, glaube ich, nicht. Oder? Kann ich dich nach Dings schicken? Sanctuary. Ja, okay. Normalerweise ist das immer voll. In der letzten Zeit, aber okay. Gut, ich habe eine richtig geile Fähigkeit bekommen, da wird direkt gespeichert. Wow. Immer mächtiger. So. Was noch? Irgendwas hatte ich noch vor. In dir liegt Schrotflinte einfach so. Warte mal, vielleicht ist mein Grashüpfer irgendwo hier drin, ne? Da war irgendwie geil. Irgendwie offscreen sind alle hier in diesen Raum gewesen, nachdem ich hier die Treppen abgebaut habe, weil die konnten ja nicht mal in meine Basis rein. Und die Treppe hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gebaut, wo man so da hoch kann. Deswegen haben die sich alle in diesen einen Raum versammelt und Hancock war die ganze Zeit im PC, während Curry, glaube ich, da auf dem Stuhl saß, als seine Hände so durch Curry, hatte seine Hände durch die gepackt und das sah irgendwie krank aus. So, was haben wir denn in dieser Folge vor? Ich habe mir schon mal vorgenommen. Und zwar habe ich meine Siedlungen hier schon wieder gefragt. Was gibt denn, sind hier schon wieder Probleme? Und die Abernethy hat wie immer irgendwelche Probleme. Aber Gott sei Dank mal an einen Ort, den ich noch nicht gefunden habe. Also machen wir das mal. Außerdem hatte Sanctuary irgendwelche Probleme. Und zwar sollte ich wieder zu dieser einen Radiostation gehen, wo ich schon zweimal war. Onscreen. Wo schon wieder Raider waren, wo es schon wieder sich die ganzen Sachen hier respawnt hatten. Munition und Waffen und was weiß ich. Also ja. Kann ich ja mal offscreen machen. Boah, jetzt wollen die auch noch Hilfe, ey. Warte mal, ich hab meinen Fatman dabei, ne? Ja. Ne. Warte mal, kann ich jetzt den Kopf auch besser treffen damit? Warte mal, ich brauche erstmal. Nein, wo ist das hier? Ich brauche erstmal wieder viel Kritsch.
So. Jetzt kommt mein Big Boy dran. So, habe ich den noch mitgenommen. Ich wollte das nicht mitnehmen. So, mit meinem kritischen Treffer treffe ich den ja hundertprozentig. So ein bisschen näher kommen. So, komm her. Friss das! Oh. Schön. So, die explodieren auch noch mal. Ist er schon mal explodiert? Ja, ne? So, Fusionskerne, gut. Ich brauche übrigens Stahl. Mir geht der Stahl komischerweise aus. Was von allen Sachen. Ich bin voll, merke ich gerade. Ah, nein. Was meine hier? Es wird allen sagen, geht mir Stahl aus. So, was ist da denn? Da habe ich schon jemanden gesehen. Ach ja, waren wir ja schon mal. War ja nicht noch irgendwas Großes? So, und dieser Schleichangriff, der wird jetzt eigentlich noch stärker werden. Oh. Entschuldigung. Wir haben einen Schleichangriff gegen einen Bruderschaftssoldaten gemacht. Geht's dir gut? Bewegung, Soldat. Okay, ich habe nur einen Schleichangriff gegen dich gemacht. Ne, das kannst du ab. Sorry. Kann doch mal passieren. Okay. War denn nicht auch Gunner irgendwo in der Nähe? In irgendeinem zerstörten Haus, dann würde ich die Bruderschaft gerne da hinlocken. Wo sind die ganzen Supermutanten, die getötet worden sind? Ah, egal. Wo, ich brauche eigentlich Munition. Ja, wir haben eine Aufgabe. Kümmern wir uns mal ausnahmsweise um die Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe, anstatt wieder hier die ganze Zeit zu zeittracken. Ja. Und da soll ich wahrscheinlich hin, ne? Ja, und in einer meiner Siedlungen sollte ich irgendwie eine Person wieder zurückholen, die entführt worden ist. Habe ich, glaube ich, auch noch aktiv die Mission. Und ich hätte auch irgendwie, die Entführer wollten irgendwie am nächsten Tag zurückkommen und bam, wollten Lösegeld einzahlen. Und ich hätte halt Lösegeld bezahlen können. Dann wäre die Mission, glaube ich, schon ja vorbei gewesen, aber das war auch wieder ein Ort, wo ich noch nicht war, also lass mal das. Aber ich hätte meinen Gehstock mitnehmen sollen. Ich habe so einen Gehstock, der ist gut gegen Ghule, aber der ist doch noch am Leben. Zu Gehstock, wenn ich den hier ab, ganz klar immer noch eine vollkommen überpowerte Waffe. Und in einer Woche kommt ja auch das erste DLC langsam raus. Wie heißt halt Automatron, wo es irgendwie um Roboter gibt, geht oder so. Wo man, glaube ich, seinen eigenen Roboter bauen kann. So eine Art, ich glaube auch neue Gefährten kommen dann noch dazu. Und ja, freue ich mich schon. Am 24. oder 23. März kommt das raus. Wir haben gerade den 14. März. Was? Oh. Oh. Oh Gott. Da bin ich drüber geflogen. Hey, Zentrüstung. Oh, blöder Effekt. Was bist du denn? Ein Leuchtner bist du. Mega kritischer Treffer. Nein. Dann habe ich gerade voll viele Fusionszellen. Kann ich ein bisschen mit der rumballern. Ein Update wurde, glaube ich, auch schon wieder installiert von dem Spiel. Die, glaube ich, ein paar Sachen irgendwie so
gebalanced haben. Ich merke jetzt aber noch keinen Unterschied. Irgendwas Neues. Oh, Munition. Und Laborstationen, die sind irgendwie überall, kann das sein? Nee. Da gibt es ja noch irgendwas Interessantes. Wir waren ja noch nicht hier, also muss es hier was geben. Sonst habe ich offscreen nur meine ganzen Siedlungen noch ein bisschen verstärkt, so an Geschütztürmen und was weiß ich alles. Ich nicht dauernd um Hilfe schreien, obwohl immer sowieso die gleichen Siedlungen um Hilfe schreien, immer Abonnenten farmen. Ach, jetzt weiß ich wieder, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Wir haben hier Arzneimittel besorgt. MacReadys Sohn. Und wir haben mit dieser einen Änderin da geredet und ich habe mal bei der geguckt, was die alles so an Sachen verkauft. Sind aber nicht so gute Sachen. Das sind irgendwie so, wenn ich Vernichter oder Zerstörer Klamotten. Ich habe schon stärkere Sachen. Könnte ich vielleicht einen Gefährten irgendwie mal kaufen, aber sonst kostet nur 1500 Kronkorken beides. Irgendwann kaufe ich mir halt bestimmt. Also Nahkampfwaffen sind echt gut gegen Zombies, gegen Ghouls, meine ich. Ghouls. Hm. Von meiner Left 4 Dead Erfahrung würde ich aber sagen, Schrotflinten sind irgendwie besser. Ich wollte ein Schrotgewehr, das irgendwie Anti-Zombie-Dingens hat. Anti-Zombie-Fähigkeit. Würde der Name auch Sinn machen. So, Gangs ist. Wo? Gangs, Klo. Okay, keine Ahnung. Geschafft. Oh, okay. Oh, hier ist ein Safe. Warte mal, den möchte ich so öffnen. Ja, den möchte ich so öffnen. Ha. Doppelte Erfahrungspunkte. Cool. Okay, Wohnwagenschlüssel. Also auch so Sache, so die ganzen Schlüssel, die respawnen auch immer. Habe ich das Gefühl. Bei diesen Radar. Radio Turm, wo wir schon dauernd waren, tut immer wieder ein Schlüssel respawn. Ich habe glaube ich schon 2-3 Mal den gleichen Schlüssel. Die ganzen Terminals sind auch wieder verschlossen. Hier haben wir irgendwas, das neue Eichhörnchen Band 3. Märchenonkel Simon hier mit dem spannenden Ende von das neue Eichhörnchen. Okay. Das rote Eichhörnchen machte ein Geräusch, das Ricky als Zustimmung verstand. Dann kuschelten sich die beiden Eichhörnchen zum Schlafen aneinander. Später in der Nacht wurde Ricky durch das Rascheln von Blättern geweckt. Er sah sich um. Das rote Eichhörnchen war verschwunden. Ricky schaute nach unten und sah, wie sich leuchtende Augen dem Stamm seiner Eiche näherten. Katzen. Onkel Simon, was? Es war das rote Eichhörnchen. Tut mir leid, sagte es. Sie haben mich verfolgt, also konnte ich nicht zu meinem Baum. Sie hätten meine Familie gefressen. Während die Katzen die Eiche hinaufkletterten und Rickys Freunde und Familie fraßen, dachte Ricky über sein Handeln nach. Seine letzten Worte waren, hätte ich doch nur auf meine Ältesten gehört. Okay. Brauche ich aber nur 1 und 2. So. Übrigens, Leben und Lieben. Du hältst da plus 25% Erfahrungspunkte für das Überreden von Frauen. Okay, cool. Yay! Ich weiß nicht, ob so spät solche Erfahrungsbooster irgendwie was bringen.
Weil das Projekt ist noch lange nicht zu Ende, vor allem wenn die DLCs noch alle kommen. Ich glaube, die nächsten DLCs sind gar nicht mehr so lange. Irgendwie im Juni kommt, glaube ich, dann der nächste. Oh. Also so lange scheint das nicht zu dauern. Nur was ich bis dahin immer machen soll. Ja, bestimmt irgendwann dazwischen so pausieren. Mal gucken. Obwohl 3 Monate. Wie lange bin ich das Spiel schon am Spielen? 3 Monate. Und ich habe jetzt 150 Parts so um den Dreh. Wer weiß. Immer muss ich ja die Story auch mal abschließen. Ich möchte ehrlich gesagt so spät wie möglich abschließen. So, wo ist der Wohnwagen, den ich öffnen kann? Ich habe noch einen Schlüssel bekommen. Mal Langfinger hätte ich da machen können. Hätte ich von dem was klauen können. So, wo ist der Wohnwagen, den ich öffnen kann mit der Tür, mit dem Schlüssel der Tür? Hm? Was ist das hier? Ja, irgendwie dabei ein Fall oder so. Es gibt zum Glück keine explodierenden Terminals mehr in dem Spiel. Auf die bin ich mal reingefallen, dabei konnte man die eigentlich sehr gut erkennen. Ich glaube, ich muss ausgehen, hier ein paar Sachen verkaufen. Und nix, okay. Gut zu wissen. Ja, wo ist der Wohnwagen? Oh Gott. Ja, ja. Ah. Hallo. Mal wieder eine Power Armor, ist doch geil. Noch eine. Das ist einfach nicht wahr. Wie viel habe ich jetzt schon? 7, 8? Weißt du, ein T51er. Nochmal den vollgeladenen da raus. Ach, Raider Power Armor habe ich auch noch dabei. Wollte ich verkaufen, genau. Was los? Hunger? Oh, T51. Habe ich schon genug, ehrlich gesagt. Ja, nehmen den 16er. Trotzdem immer noch blöd, dass immer Vollgnadene als erstes benutzt werden. Aber wir können die Mission schon abgeben. Ob ich auf die Power Armors auch respawnen, das wäre ein bisschen voll überpowert. Na, wir haben ja alles, ne? Wo sind die anderen beiden Geschichten von dem Märchenonkel? Na, eigentlich auch irgendwo hier sein. Na, anscheinend nicht. Die Geschichte fängt mit Teil 3 an, ja. Oh, yes. Ach. Märchenonkel Simon hier. Willkommen zurück. Und hier kommt Teil 2 von Das neue Eichhörnchen. Eines Nachts taucht ein rotes Eichhörnchen am Fuß von Rickys Eiche auf und weckt Ricky und seine Familie. Oh, bitte helft mir, sagte das rote Eichhörnchen. Ich habe mich verlaufen und weiß nicht, wo ich hin soll. Die Älteren wollten das rote Eichhörnchen fortschicken, aber Ricky lief den Stamm der Eiche hinunter und stellte sich neben das fremde Eichhörnchen. Er rief nach oben, wie könnt ihr ihn nur wegschicken, nur weil er von einem anderen Baum kommt? Er braucht unsere Hilfe. Beeindruckt von Rickys Selbstsicherheit und Entschlossenheit, stimmten die Ältesten zu, dem roten Eichhörnchen Unterschlupf zu gewähren. Das rote Eichhörnchen bedankte sich bei Ricky dafür, dass er sich für es eingesetzt hatte. Du wirst das sicher nicht bereuen, sagte es.
Ende des Holobands. Bitte Holoband 3 einlegen. Okay, Holoband 1. Mein Name ist Märchenonkel Simon. Und ich hoffe, du magst Geschichten. Denn ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Diese hier heißt Das neue Eichhörnchen. Begleite mich auf ein magisches Abenteuer. Es war einmal ein junges Eichhörnchen namens Ricky, das in einer großen... Natürlich gut, wenn ich die richtige Reihenfolge gehabt hätte. Ricky war ein braunes Eichhörnchen, genau wie alle seine Freunde und Verwandten, die mit ihm in der Eiche lebten. Jeden Tag schaute Ricky von der Spitze seines Baumes und fragte sich, was für Eichhörnchen wohl in den anderen Bäumen lebten. Die älteren Eichhörnchen warnten Ricky, dass die Eichhörnchen in den anderen Bäumen Diebe und Lügner seien, denen man niemals trauen könne. Aber Ricky hatte ein rebellisches Herz und wollte sich seine Meinung nicht aufgrund vom Hörensagen bilden. Ende des Holobands, bitte Holoband 2 einlegen. Okay. Dann auf nach Abernathy Farm. Schon mal die Mission abgeben. Also nicht abgeben, ich muss sie abgeben bei Preston. Aber ja, wir waren schon mal aus dem Weg hinten. Weiß nicht, was ich mit der Power Armor mache, ob ich die anlasse oder ob ich die erstmal einlager bei mir. Mal schauen. Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Okay, gut. Wesen kriegt dadurch Kronkorken. So. Ist nicht meine Basis direkt da? Ja, okay. Dann werde ich, dann werde ich meine Power Armor höchstwahrscheinlich einlagern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ja, da ist sie ja. Erzählt, wie sich meine Basis da generiert. Wupp. Wo soll uns keiner entfernen? Nein, jetzt hat er schon wieder einen neuen da reingeballert. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.